Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Ich habe mich informiert und ich habe zwar nur einen Scherz gemacht, aber es war tatsächlich wahr. Und zwar, wenn der gute Pirscher sich mit Metall vergnügt, dann kann es sein, dass ihm ein Zahn ausfällt. Aber ich glaube, in dem Metall, woran er rumgespielt hat, hat er keinen Zahn verloren, oder? Doch hier bestimmt. In der Ecke. Huch. Mit Fahrzeugstation. Kennen wir schon. Aber ich sehe hier auf jeden Fall keinen Zahn. Was wir auf jeden Fall jetzt machen werden, ist einmal kurz nach Hause fahren. Batterie und so weiter auswechseln. Dann können wir eventuell sogar ein paar von diesen neuen Fallen aufstellen, die wir gefunden haben, die leider nur für Kleintiere sind. Ich habe gespickt. Hey, willst du mit Schrott rumspielen? Komm mit. Hier ist Schrott. Spiel damit. Spiel damit! Ein Versuch wert. Vielleicht finden wir irgendwo zufällig auf dem Boden hier noch einen. Aber wie bezweifle ich das stark. An so einen Zahn ranzukommen, wird, glaube ich, nicht so einfach. Kennen wir auch schon. Ja. Hier vielleicht ein Zahn rum? Nein. Sollten wir mal ein Pirscher mit Metall rumspielen sehen, dann schauen wir da auf jeden Fall mal genauer hin. Und ansonsten ist das ein bisschen uncool. Dass man sie nicht farmen kann, sondern dass man hoffen muss, dass sie mit Metall rumspielen. Ich könnte den Metall dahin werfen, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich glaube, es wird nichts. Hallo Pirscher Lady. Autsch. Was sollte denn die Aktion jetzt? Alter, spielt einer gerade mit Metall rum. Ich habe hier zwei verschiedene Farben. Das ist ein großer und ein kleiner. Hast du einen Zahn verloren? Wie soll man doch so einen Zahn finden? Oh Mann. Schnapp den Stück Metall. Metall, Mann, nicht mich! Danke, tschüss. Das ist Kamera 2. Nicht mein Zuhause. Das ist mein Zuhause. Okay, wir haben alles, was wir wollten. Sehr schön. Expedition war erfolgreich. Mehr wollte ich doch nicht. Jetzt nach Hause, solange die Batterie noch hält. Und den Scheiß einbauen. Das Problem, was ich sehe, ist, dass bei uns zu Hause sehr, 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 sehr wenig Tiere sind. Ich weiß nicht, ob es da wirklich vorteilhaft ist, so eine Falle hinzusetzen. 30 Sekunden. Ja, wir schauen mal. Ich weiß, wir haben kaum Sauerstoff und so. Aber ich wollte den Raum wenigstens zu Ende bauen. Okay, nö, mach ich trotzdem nicht. Mach was ich will, Computerstimme.
hier können wir einen Lagerplatz machen. Einen verdammten Lagerplatz können wir daraus machen. Sehr schön. Wir machen hier auf jeden Fall mehrere Module, ne? Und dann gucken wir mal. So, Titan brauchen wir noch, ne? Und einmal emailliertes Glas. Nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir brauchen einen Shot. Oder eine Verstärkung. Wo ist denn der Scheiß? Und die Katze dreht mal wieder durch. Ey. Ach, Katzi. Ja, cool. Ich will die Verstärkung nicht. Weißt du doch. Nein, die... Ach, verdammt. Lithium. Da muss ich einen Shot bauen. Nein. Ach, Silizium. Ach, nein. Ja, gut. Ach, Mist. Habe ich noch das, was ich hier brauche? Lithium. Lithium, Lithium, Lithium. Ganz entspannt läuft er hier durch die Gegend. Ich glaube, ich habe kein Lithium. Sieht das nochmal aus? Ich glaube, ich hab's. Ja, geil. Was war das andere? Silikongummi. Ja, gut, dann kümmern wir uns darum. So ein Scheiß. Nutzen wir die Seemotte. Ach ja. Gleich haben wir 100 Schwachstellen, ist das nicht toll? Wir werden gleich eine ganz, ganz lange Zeit damit verbringen, Schwachstellen auszubessern. Wir brauchten nur die Schlingpflanze, ne? Oder brauchten wir das Zeug? Inventar voll. Ja, alles kein Problem. Bin nicht gemerkt, was wir brauchten. Wir müssen eh kurz zurück. Wir müssen mit Material wegtun. Währenddessen. Wir haben ein Viertel. Oh, ein Viertel fehlt uns. Toll, ne? Großartig. Richtig, richtig großartig. Aber hey, machen wir das Ganze einfach nochmal ein bisschen schwächer. Geht das schon? Ich weiß es nicht. Geht leider nicht, ist zu nah dran. Na gut. Dekonstruieren wir den Scheiß halt. Ich hab keine Schmerzen damit, Rohstoffe zu verschwinden. Haben wir hier noch ein... Nee, machen wir kein Glasding. So, dann machen wir hier noch eine Ecke hin. Dann kommt hier noch so eine Räumlichkeit hin. Auch einfach mal in der Luft schweben kann. Es ist ja beides jetzt verbunden. Das wollte ich doch gar nicht. Aber jetzt muss ich das wahrscheinlich so hinnehmen. Naja. So. Haben wir noch ein paar Schwachstellen produziert, ne? Wie das halt so ist. Dann holen wir uns ein paar von diesen Algen. Du bist jetzt nicht hinter mir her, oder? Okay, alles gut.
Ich glaube, wir brauchten nur Algen. Bin mir da nicht so sicher. Auch viel mehr Inventarplätze. Hallo? Schlingpflanze? Ich glaube, wir brauchten wirklich das andere Zeug da. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Inventar voll. Ich hoffe, das war das Richtige. Unsere ganze Putze ist einfach unter Wasser. Ach, Gottes Willen. Ich weiß auch nicht, ob ich die Schwachstellen mit einer Tür ausbessern kann. Irgendwie bezweifle ich das. Ich habe ein schönes Zuhause, ne? Wunderschön. Alles für den Arsch. Ah. Jetzt lebe ich in der Bruchbude. Das war nicht das Reparaturwerkzeug, ne? Okay, ich habe aus Versehen Schmierstoff gemacht. Aber ich hatte zum Glück genug mit. Oh, guck mal. Konnten zweimal Schmierstoff herstellen. Sehr schön. Ist einfach mal alles für den Arsch. Dann gehen wir halt nach oben. Und dann bauen wir die Shots hier hin. War noch Shots, die ich jetzt bauen konnte, ne? Ja. Bauen wir mal ein paar Shots. Jetzt habe ich kein Titan. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Das kann doch einfach nicht dein Scheiß Ernst sein. Habe ich noch Titan drin? Nein, aber... Gummi habe ich drin. Come on! Ich fühle mich hier echt gemobbt. Natürlich habe ich kein Titan. Ah, ich habe Titanbarren. Das ist nicht toll. Ja. Wunderschön. Ich wollte gerade sagen, ist meine Siebenbote kaputt? All systems online. Ich habe das Metall nämlich schön auf den Boden geworfen. Das müsste mir jetzt genug Metall geben für... Ich kann mich einer schlagen. So fest er kann, bitte. So fest er kann. Oh. Ich hätte es wirklich verdient. Ich hatte die ganze Zeit... Ich habe die ganze Zeit was in meiner Tasche gehabt. Oh. 135 Schwachstellen. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß, Leute. Ich werde jetzt das Ding wieder kaputt. Nein, das ist noch heil. Gib mir einfach Titan. Oh. 154 Schwachstellen. 155 Schwachstellen. Ja, Mensch. Ich muss sagen, ich bin richtig gut mit meinen Schwachstellen.
Weil die Shots, die ich jetzt hier aufbauen werde, die bringen wirklich sehr viel. So kann ich hier keinen Shot machen. Das sieht aus... Ach, egal. Bin ich hier, um Fragen zu stellen. Okay. Reparieren wir diese Etage. Es wird dauern. Ich hoffe, mein Sauerstoff reicht. Ich bezweifle es gerade stark. 30 Sekunden. Na komm schon. Kriegen wir hin. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Hö, ich hab Sauerstoff bekommen. Hä? Ist mir egal. Müsste das Wasser doch langsam sinken, oder? Anscheinend nicht. Gehen wir nochmal durch die Tür. Vielleicht kriegen wir nochmal Sauerstoff. Ja. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Wieso wird hier jetzt das Wasser nicht abgelassen? Ach doch, jetzt schon. Ja, Luft. Kurz Luft tanken. Okay. Jetzt öffnen wir den Schott und alles wird wieder überflutet. Juhu. Deswegen sollten Shots auch geschlossen werden, damit nicht alle Teile überflutet werden. Aber im Endeffekt reißt überall etwas ein, also. Was soll's. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Sehr schön. Können wir uns um die nächste Etage kümmern, auch wenn wir langsam keinen Strom mehr haben. Aber erst würde ich hier ein bisschen vom Sauerstoff gerne zehren. Wenn es denn möglich wäre. Ach egal. Schließen wir das Shot. Oh Gott. Nächstes Mal sollte ich überlegen, bevor ich etwas baue. Vielleicht erstmal Verstärkung bauen. Okay. Der Ries ist tot. Aber zum Glück haben wir hier noch eine neue, ne? Komm mal rein. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Sehr schön. Dann gehen wir hoch und holen erstmal Sauerstoff. Falls das Wasser da langsam weg ist. Ja. Okay. So, jetzt machen wir die Tür nämlich nicht auf. Wir machen das nämlich ganz clever und gehen hier raus. Und gehen hier unten rein.
um hier die letzten Gebiete nochmal zu reparieren. High integrity restored. Training systems initiated. Das ist hier noch alles voller Wasser. Es fließt gerade ab. Okay. Hey, eine Fresse. Hätte auch richtig böse enden können. Aber gut. Wir werden oben diese Räume, die ich gebaut habe, alle verstärken. In dem einen kommen noch Pflanzen hin und in dem anderen kommt Lager hin. Das ist der Plan. In der Mitte ein Aquarium, keine Ahnung. Aber das ist schon verdammt groß. Mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall die Räume, die wir kriegen, dann richtig schön sortieren. Was mich natürlich stört, ist jetzt, dass das Deck hier ist. Aber das können wir alles später ändern, indem wir dann irgendwie, keine Ahnung, ein Rohr runterführen. Direkt hierhin. Dann kann der Rest nämlich weg. Was der Scheiß soll, weiß ich auch nicht. Ja, zumindest siehst du nass aus, nachdem du nass geworden bist. Okay, emailliertes Glas, Freunde. Es ist egal. Okay. Hallo, da will ich hin. Unless constructed with a specific research task in mind, observatories and other glass modules are imprudent for survival purposes. Ich dachte, da kann man rein. Ah, da kann man rein. Ernsthaft? Ah, egal. Was genau hat mir das jetzt gebracht? Und wieso ist hier zu? Was ist, wenn ich hier... Moment, ich habe eine Idee. Ich verbrauche Sauerstoff. Aber dafür kann ich in meinem Zuhause rumschwimmen. So. Oh nein. Oh nein. Schließ die Tür. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Oh, viel Spaß. Ich will mal kurz im Trockenen sein. Kann das sein, dass er... ...dass er gerade geglaubt hat, dass ich im Freien bin? Das ist so weird. Was soll man dazu sagen? Es ist einfach seltsam. Okay, ich hoffe, dass da unten nicht alles so... ...unter Wasser ist. Hull integrity restored. Training systems initiated. Okay. Diese Kuppel ist vollkommen für den Arsch. Überhaupt. Das hier ist auch für den Arsch. Oh Mann. Ja gut, das Ding hat eigentlich keinen Zweck.
Es ist einfach nur da, damit ich rausgucken kann. Und das hat nicht funktioniert, wie ich wollte. Weißt du, was funktioniert hat, ist, dass ich jetzt zu Hause schwimmen kann. Was total seltsam ist. So gehe ich jetzt raus, oder was? Wenn ich von hier reingehe, dann schwimme ich ja, ne? Wenn ich jetzt aber hier rausgehe. Irgendwie muss man das doch umdrehen können, oder? Nee. Naja, gut. Das ist ein lustiges Gimmick, was wir zu Hause haben. Wir können jetzt zu Hause schwimmen. Das Observatorium ist ziemlich für den Arsch. Dafür haben wir uns jetzt so sehr angestrengt. Was soll's. Ja, dahinter geht alles kaputt. Schön, es geht alles für die Hunde. Ach, schön. Ich könnte noch einen Shot platzieren. Wo würde ein Shot Sinn ergeben? Hier, ne? Ach Gott, Leute. Gehen wir ein bisschen schwimmen. Wieso fühlt sich hier jetzt nichts mit Wasser? Das ist ganz seltsam. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall Ressourcen sammeln gehen, und zwar diese Schilde. Das geht gar nicht. Okay, räumen wir nochmal unten auf. Dann müssen wir das Zeug farmen. Jetzt hier plötzlich alles unter Wasser. Ich hab doch... Das ist ganz seltsame Scheiße hier. Ich war doch gerade unter Wasser. Musst du noch einmal machen und dann ist gut. Ah, dieses Wasser trinken ist echt enorm. Okay, ein einziges Mal repariere ich das Ganze noch und danach denke ich besser drüber nach, was ich tue. Versprochen. Doch einfach nur ein normales Sausam. Was passiert eigentlich, wenn ich nach ganz oben baue an die frische Luft? Hm. Gute Frage. Rein theoretisch kann das Ding ja nicht überfüllt werden. Ich weiß nicht, ob das Spiel schon so logisch konzipiert ist. So, alles wieder heile. Boah, meine Fresse, was für ein Abenteuer heute. Na gut. Freunde, ich würde sagen, wir hatten heute sehr, sehr viel Spaß mit einigen Bugs und mit dem Wasser in unserer Hütte.
Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann werden wir höchstwahrscheinlich Material sammeln. Ist der für draußen? Ich glaube, der ist für draußen. Ja, mal gucken. Wir bauen sowieso noch ein paar mehr Gebäude. So ist es nicht. Und dann werden hier die Wände alle verstärkt. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.